Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem kleinen Video zu Star Wars Battlefront 2. In diesem Video soll es nicht um die Close Alpha gehen. Einige hatten mich gefragt, ey, hast du die gezockt? Ich habe sie gezockt. Ich darf euch allerdings nichts dazu zeigen und auch nicht drüber sprechen. Ich habe extra nochmal den EA-Typen gefragt, von dem ich den Code bekommen habe. Ich darf auch nicht drüber reden. Das steht auch in dem NDA, in dieser Vereinbarung, wenn du die Close Alpha spielst und so weiter und so fort. Es geht in diesem Video um eine angebliche Liste der Helden vs. Schurken, die geleakt wurde von einem Spieler, der Close Alpha, der sie in dem Spielecode gefunden hat und die dann einfach veröffentlicht hat. Also über sowas kann man dann noch sprechen. Und die Liste ist sehr interessant, sie ist nicht bestätigt, ja, sie ist auch nicht offiziell, ich sag's vorweg. Und es fehlen auch jetzt schon mal ein paar, beziehungsweise einer fehlt auf jeden Fall in der Liste. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal der Liste nach. Bevor ich das allerdings tue, ist die Frage, sind die Fragen dieses Videos an euch. Welche Charakter gefällt euch am besten von denen? Auf wen könntet ihr am meisten verzichten oder am ehesten besser gesagt? Und welcher Charakter müsste eigentlich in der Liste dabei sein? Welchen wünscht ihr euch, der nicht genannt wird? Das sind die drei Fragen, die ich gerne von euch beantwortet haben möchte. Es wäre auf jeden Fall sehr nett, wenn ihr euch beteiligen würdet, denn ich denke, jeder, der dieses Video anklickt, hat eine Meinung dazu. Eine Bewertung könnt ihr natürlich auch gerne lassen. Wäre auf jeden Fall sehr korrekt von euch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt der Liste nach. Ich lese die Namen einfach mal vor. Boba Fett, Han Solo, Leia, Luke, Bosk, Chewbacca, Vader, der Imperator, General Grievous, Aiden Versio, das ist der Charakter aus der Singleplayer-Kampagne, Kylo Ren, Lando, Darth Maul, Captain Phasma, Rey und Yoda. Das ist die Liste. Ja, welcher Charakter fehlt schon mal, den man schon bestätigt hat? Finn. Finn ist mit Captain Phasma der erste Held und erster Schurke, also Phasma ist der Schurke oder die Schurkin des ersten DLCs. Die kommen ja einen Monat, oder der DLC kommt ja einen Monat nach Release des Spiels zum Film. Und es wurde ja schon gesagt, dass Finn und Captain Phasma da der Inhalt ist. Also von der Helden-Schurken-Fraktion halt. Finn fehlt zum Beispiel schon mal in der Liste. Das heißt, bekannt oder schon offiziell von der Liste sind dann Phasma halt, Finn, Rey, Boba Fett, Darth Maul, Kylo Ren, Yoda, Luke Skywalker, Aiden Versio. Die sind schon bestätigt in Trailern, in Bildern, in Gameplay. Ja? Und die anderen halt noch nicht. Wenn wir uns jetzt mal die Liste angucken, ist halt auch ein Ungleichgewicht der Helden- und Schurkenanzahl. Denn ein Held müsste noch mehr da sein. Ja, das heißt, wir haben, ich glaube, 9, wenn ich jetzt mich nicht verrechne, ja, 9 Schurken und 8 Helden. Zum Beispiel in der neuen Trilogie halt Finn und Rey sind die Helden, Kylo Ren, Phasma sind die Bösen. Und in der mittleren, oder beziehungsweise in der alten Trilogie haben wir dann die Leute und in der mittleren Trilogie hätten wir dann Grievous und Maul als Bösewichte und Yoda, der ja dann eher dann dazu zählt, weil so krass viel war ja dann nicht in der alten Trilogie, mehr dann in der mittleren halt mittlerweile, es ist so kompliziert, ist dann der einzige halt. Wer fehlt da? Wer könnte es sein? Wer muss es sein? Obi-Wan, Obi-Wan. Ja, Obi-Wan fehlt. Der müsste es sein. Der müsste es meiner Meinung nach sein. Der junge Obi-Wan fehlt, der Meinung nach. Das ist schon mal der erste Charakter, der mir direkt mal spontan einfällt und wo ich auch am ehesten denke, dass es er ist. Ich denke, er wird es sein. Ich denke, er wird es sein. Viele wollen Obi-Wan einfach. Und ich glaube, Obi-Wan wird es dann sein. Yoda und Obi-Wan für die mittlere Trilogie. Und nicht Jar Jar Binks, bitte, oder sowas. Nein, das machen die nicht. Nein, das machen die nicht. Ja, was ist eurer Meinung nach? Welcher fehlt? Welcher fehlt? Welcher könnte es am ehesten sein? Welche wollt ihr unbedingt noch drinnen sehen? Es gibt natürlich im Laufe der Zeit gibt es viele Möglichkeiten. Es fehlen auch zum Beispiel noch Helden und Schurken, die wir schon kennen aus dem ersten Teil. Krennic, Mia Namp, Greedo. Die sind zum Beispiel nicht dabei. Die fehlen zum Beispiel. Ja? Wie heißt die andere noch? Jyn Erso ist auch nicht in der Liste aufgetaucht. Vielleicht kommen die noch, werden noch nachgereicht, man weiß es nicht. Ich möchte Rex sehen. Ich möchte Cody sehen aus den Clone Wars Teilen. Ich möchte Count Dooku sehen. Kit Fisto vielleicht. Und hast du nicht gesehen? Welchen noch alles? Vielleicht, ich weiß halt nicht, Jango wäre halt auch ganz cool. Inwieweit so großartig die jetzt sich unterscheiden würden zu Boba,
Ist doch egal, hau ihn rein ins Spiel. Je mehr, desto besser. Was fehlt eurer Meinung nach noch? Von den Filmsachen natürlich, ja? Von den Filmsachen. Das ist halt die Frage, deswegen weiß ich halt nicht, ob die Clone Wars, obwohl, doch, die spielen ja auch in dem Film mit. Die spielen ja auch in dem Film mit, die sind ja gerade auch in Episode 3, wenn wir jetzt bei Grievous sind, sind die ja auch unterwegs mit den Jedis. Also könnte man die auch auf jeden Fall locker reinpacken. Ja. Anakin. Könnte man vielleicht, obwohl vielleicht wird Anakin dann eher so ein Skin für Vader. Kann man natürlich auch so machen. Naja, also das ist so die Liste, die aktuell ist. Meine Gedanken so zu dem ganzen Thema. Ich bin auch sehr gespannt, wie einige Charaktere von denen umgesetzt werden, spielerisch. Ich könnte mir zum Beispiel bei Grievous sehr, sehr gut vorstellen, dass er überwiegend mit zwei Schwertern durch die Gegend rennt. Und wenn er dann ein Special auslöst, dass es halt diese vier Schwerter sind, die er dann so rumwirbelt. Dieser Angriff, den er dann gegen Obi-Wan gemacht hat. Hallo, Obi-Wan, Grievous, weißt du, 1 gegen 1. Wäre schon ganz geil. Ich bin auch sehr auf Yoda zum Beispiel gespannt, der ja bekannterweise ein bisschen kleiner ist als der Rest. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe auch Bock auf Kylo Ren, ehrlich gesagt, so, wenn er im kompletten Kostüm mit Helm ist, mit seinem Laserschwert, Lichtschwert, habe ich da auch Bock drauf. Und ja, ich bin sehr gespannt, auch auf Captain Phasma. Sieht auch cool aus, kam viel zu wenig vor in Episode 7. Aber so vom Außen her ist die schon interessant, finde ich. Rey und Finn, ja, das habe ich ja auch schon mal hier und da gesagt, sind jetzt nicht unbedingt die stärksten Charaktere meiner Meinung nach von Episode 7. Und ja, zum Rest ist ja alles bekannt. Aiden, mal schauen. Maul wird sowieso geil. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also, naja, ich will das Video jetzt auch nicht unnötig länger machen, Leute. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten zu den 3 Fragen, ja. Welchen findet ihr am besten von der Liste? Wer fehlt auf der Liste und auf welchen könntet ihr am ehesten verzichten? Wahrscheinlich ist es bei vielen entweder Aiden, weil man die noch nicht kennt, oder Lando, schätze ich jetzt einfach mal so. Das wären nämlich bei mir auch die beiden beispielsweise. Naja gut, Leute, ich bin sehr, sehr gespannt. Eine Bewertung, wie gesagt, wäre eurerseits auch ganz cool, weil das wird zeigen, erstmal, dass ihr das Ganze unterstützt und zweitens, ob ich vielleicht öfters mal so kleine, kurze Videos zu irgendwelchen bisschen größeren News zu Star Wars Battlefront 2 machen soll. Ich will jetzt nicht jeden Furz kommentieren oder sonst was, aber wenn sowas für die Helden, was ja wirklich so ein großes Ding ist, könnte ich ja vielleicht öfters mal wieder machen. Also lasst gerne einfach Feedback da, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bin sehr gespannt auf eure Antworten, vor allem auch. Und ja, das war's, Leute. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.